Liebe Studierende, willkommen zurück in der Ökodiktatur. Ich hoffe, Sie hatten im ersten Teil Gelegenheit, einen Überblick darüber zu gewinnen, in wie vielen verschiedenen Kontexten inzwischen und wie inflationär der Begriff Ökodiktatur gebraucht wird. Das ist ja schon sehr interessant, dass man da sehen kann, wie schnell die Leute auf dem Plan sind, eine Ökodiktatur zu vermuten, die sich dann ja in medialen Präsentationen widerspiegeln. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir uns eine literarische Ökodiktatur eben anschauen. Wir werden sehen, dass die Literatur in diesem Fall natürlich radikalere Möglichkeiten verfolgt als nur das Verbot einer Glühbirne oder die Einführung eines Veggie Days. Und da ist es auch ganz interessant zu sehen, dass Dirk Fleck, von dem wir uns ja letztes Mal im Zusammenhang mit den Ökotopien eigentlich einen utopischen Gesellschaftsentwurf angeschaut haben, da auch eine Entwicklung durchlaufen hat, nämlich von diesem radikalen negativen Weltbild der Ökodiktatur hin zu einem eher utopischen Entwurf. Ja, diese Episode verfolgt folgende Lernziele. Sie sollen zunächst die Hintergründe und die Wirkung von Dirk Flecks Roman kennenlernen. Als zweites sollten Sie in der Lage sein, die Kernelemente dieses literarisch ausgestalteten ökodiktatorischen Regimes mithilfe methodischer Fragestellungen auch herauszuarbeiten. Und als drittes soll es darum gehen, dass Sie den Roman auch aus Perspektive von Kultur, Ökologie, Zukunftsforschung und Nachhaltigkeitsbildung einordnen können. Dementsprechend ist diese Episode in folgende Einheiten gegliedert. Zunächst geht es darum, eine Kontextualisierung vorzunehmen. Sie bekommen also hier einen Überblick über die Entstehungshintergründe und die Wirkung von Flecks Ökodiktatur. Als nächstes folgt dann ein erzähltheoretisch-methodischer Blick auf das Werk. Das heißt, wir wollen die erzählerischen Besonderheiten und auch die Interventionsmaßnahmen einordnen, die in dem Roman verfolgt werden. Und als letztes werden wir eine interdisziplinäre Betrachtung vornehmen. Das heißt, wir werden den Roman einordnen in unser bereits bekanntes Schaubild. Wenn wir uns jetzt erstmal wieder über den Paratext annähern, ich hatte ihn ja letztes Mal schon kurz Dirk Fleck vorgestellt, das möchte ich nicht wiederholen, aber Sie sehen trotzdem nochmal zur Orientierung hier die entsprechende Folie. Er hat ja diese Diktatur, diese Ökodiktatur geschrieben in den 90ern und ist ja erst dann später umgeschwenkt im Zusammenhang mit dem Äquilibrismus-Konzept auf die Utopie. Um diese Entwicklung von Dirk Fleck nachzuvollziehen, muss man sich natürlich zunächst auch mit dem Hintergrund beschäftigen, in dem er diese einzelnen Werke geschrieben hat. Und in den 90ern scheint auch bereits die Ökodiktatur-Debatte hochgekocht worden zu sein. Man sieht das an einer Sendung aus dem Jahr 1994, in dem es auch speziell um Dirk Flecks Roman geht. Am Anfang dieser Sendung wird ein kurzer Überblick gegeben, wie ist eigentlich unser Status quo und wie kommen wir überhaupt dazu, uns in Ökodiktaturen vielleicht auch hineinzuträumen. Die Sendung trägt den Titel Ökodiktatur oder weiter so. Das knüpft ja im Prinzip auch an Maischbergers Sendung an, die ich Ihnen das letzte Mal kurz gezeigt habe. Und dieses Bild der 90er, das da gezeichnet wird, ist natürlich extrem auch geprägt von den visuellen Eindrücken. Das heißt, man sieht da sehr viele typische Autos und auch eine entsprechende Musik. Ich gebe Ihnen jetzt nur den Text wieder und vielleicht werden Sie gerade dadurch auch den Eindruck haben, der kann doch noch gar nicht so alt sein. Ich zitiere also den Einstieg in diese Sendung. Wir machen uns Gedanken über Rentenversicherung und Super Varia 94. Wir lesen, dass noch 17% des Waldes in Thüringen gesund sind, fahren Auto, denn ohne Auto sind wir nicht flexibel. Wenn wir Mehrwegflaschen kaufen, haben wir ein gutes Gewissen. Wir chatten zweimal im Jahr in den Süden, weil wir weg müssen. Wir sagen aufgeklärt, 150 Jahre industrielle Entwicklung haben uns in die Sackgasse geführt. Wir prophezeien den großen Marsch aus dem Süden in den Norden. Wir seppen uns durch die Sender. Wir reden, dass man allein sowieso nichts machen kann. Wir trinken trockenen Rotwein und manchmal retten wir uns in die Beschwörung einer Ökodiktatur. Sie sehen, dass es da durchaus Parallelen gibt, die auf der einen Seite natürlich faszinierend, auf der anderen Seite aber auch irgendwie schockierend sind, dass man sozusagen eigentlich immer noch nicht so wirklich weiter ist. Und jetzt in dem Kontext ist ja dann zu hinterfragen, wie positioniert sich Fleck eigentlich? Meint er das ernst? Meint er das wirklich mit der Ökodiktatur? Oder ist das jetzt eher auch von ihm als Dystopie gedacht, wie wir sie ja auch jetzt gerade in der aktuellen
Thriller-Zeit oft vorherrschend haben. Es ist da von der Rezeption her ein bisschen unterschiedlich, weil zum Teil auch geschrieben wird, Fleck hätte sich resigniert zurückgezogen, als man ihm vorgeworfen hat, er hätte eine Utopie geschrieben. Auf der anderen Seite gibt es auch in dieser Sendung, die ich da gerade kurz anzitiert habe, ein direktes Interview mit Fleck. Und in diesem Interview nimmt er Stellung zu dem, was er eigentlich mit der Ökodiktatur möchte. Das hat ja auch den Effekt, dass die Leute unruhig werden und sagen, nein, das Modell wollen wir nicht. Eventuell hat es den Effekt, dass diese Diskussion über dieses Buch dazu führt zu sagen, mein Gott, Ökodiktatur, schrecklich, ja, also klar, wir müssen jetzt in die Hufe kommen. Deshalb, und dann ist ein bisschen Pause dazwischen, es kommen also andere Fragen dazwischen, und am Ende sagt er, deshalb kann ich inzwischen sagen, und das tue ich auch gerne, ich bin eigentlich dafür, ja, dass die Ökodiktatur kommt, und zwar sofort. Das heißt, auf der einen Seite sagt er, ja, man, wer könnte dazu anregen, die Ökodiktatur zu verhindern, also als sich selbst verhindernde Prophezeiung sozusagen wirksam werden. Und auf der anderen Seite fordert er selber die Ökodiktatur ein, und zwar nicht jetzt irgendwie in der Fiktion und auch nicht im Kabarett und auch nicht irgendwie ironisch, sondern er sagt es ganz klar, ja, ich will, dass sie kommt, die Ökodiktatur. Schauen wir uns die Einschätzungen an. Wie wurde das Buch denn eingeschätzt? Wir haben zunächst auf dem Klappentext der Erstausgabe das Statement, ein radikal zu Ende gedachtes Zukunftsszenario, ein potenzielles Kultbuch, und es wird dabei auch verglichen mit Orwells 1984. Wenn man sich jetzt heute, und ich denke, das kann man jetzt nach 20 Jahren durchaus sagen, anschaut, wie diese Rezeption des Buches verlaufen ist, dann ist es zumindest bisher nicht gelungen, das Buch als potenzielles Kultbuch gleich Orwells 1984 zu integrieren. Es ist heute kaum noch bekannt und auf dem Markt, von daher spiegelt sich da dieser Wandel von Fleck vom Dystopisten zum Utopisten auch am Markt so ein Stück weit wieder. Was als weiteres, und das ist vielleicht interessant, von Seiten der Umweltorganisation Greenpeace geäußert wurde, Flecks Vision ist plastisch, weil bereits unsere Kinder die Bürger dieses Staates sein könnten. Dramatisch aber ist sie, weil sie über den Umweg Zukunft die Gegenwart beschreibt. Ein beklemmendes Buch, mehr Prognose als Fiktion. Es braucht immer weniger Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie wahr werden könnte. Also es wird hier darauf angespielt, die Realitätsnähe, auch bereits in den 90er Jahren die Realitätsnähe dieses Buches, und dass es eher sich gar nicht mehr um eine Fiktion handelt, sondern um eine Prognose. In der Sendung, die ich auch gerade angesprochen habe, wird auch noch eine Bewertung vorgenommen, insofern als gesagt wird, der Autor hat zu Ende gedacht, wovon wir manchmal Albträumen. Da werden ja auch dann die verschiedenen Facetten zusammengefasst. Interessant ist aber auch, dass dieses Buch nicht nur von der Presse aufgenommen wurde und da auch eben von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, sondern dass es auch politische Reaktionen gab. Und eine der politischen Reaktionen ist eben von Monika Krifan, die damals Umweltministerin gewesen ist. Wir haben hier Vorwürfe von ihrer Seite gegenüber Fleck. Sie sagt, Fleck propagiere falsch verstandenen Einsatz für die richtige Sache. Er würde mit seinem Text im Pessimismus verharren, statt versuchen, irgendwas zu ändern. Sie appelliert daran, dass das eventuell attraktive Gedankenspiel keinesfalls dargestellt werden darf als eine Möglichkeit, überhaupt Lösungen voranzutreiben. Und sie behauptet, man bräuchte 1993 gar kein Buch mehr lesen, dessen Faktenlage bereits 1972 in die Grenzen des Wachstums dargelegt wurde. Was sie so ein bisschen vielleicht ja auch vor dem Hintergrund unserer Veranstaltung doch kritisch zu sehen ist. Weil zu sagen, wir brauchen jetzt 1993 kein Buch, wo wir schon die Fakten 1972 haben, ist natürlich ein bisschen schade, wenn man so sagt, wenn einmal schon jemand die Fakten dargestellt hat, braucht dann niemand anders mehr ein Buch drüber zu schreiben. Damit würde sowas ja auch in Vergessenheit geraten. Und die Grenzen des Wachstums ist ja auch eine völlig andere Herangehensweise, da eine Computerprognose zu vergleichen mit einer Fiktion, die systematisch eine Ökodiktatur ausgestaltet, ist vielleicht doch ein bisschen problematisch einzuschätzen. Sie hofft auf eine Vision,
wo man hin will. Also sie sagt, das soll, man soll einfach jetzt eher positiv Fiktionen oder Visionen auch entwerfen. Das wäre im Prinzip so eine, auch ein Backcasting-Szenario, das sie fordert. Sie möchte ein Szenario, ein Zielpunkt, und da soll man dann schrittweise nachvollziehen, wie man da hinkommen kann. Sie können diese gesamte Diskussion, also die Sendung Archer, dann diese Stellungnahme von Monika Krefan, die auch noch ausdifferenziert ist, und auch die Stellungnahme von Fleck wiederum zu ihren Argumenten sich anschauen bei YouTube in der Sendung. Diese Sendung wurde auch von Dirk Fleck bei YouTube hochgeladen. Ja, wenn wir uns ein weiteres Paratext-Element anschauen, dann landen wir wieder bei YouTube, nämlich bei der medialen Inszenierung der schönen Quälerin Xenia, die inzwischen auch als Videoversion bei YouTube abrufbar ist. Ich möchte jetzt, dass Sie, bevor wir uns mit dem Roman detaillierter beschäftigen, sich einfach mal anschauen, wie wurde da versucht, einzelne Elemente des Romans in die Medienwelt zu bringen. Positionieren Sie sich dazu, beziehen Sie Stellung zu dieser Form des Medienwechsels. Ich bin dann gleich wieder für Sie da, und dann starten wir auch die Detailbetrachtung des Werkes. Viel Spaß, sofern möglich. Ja, liebe Studierende, ich hoffe, Sie konnten sich einen Eindruck verschaffen von der schönen Quälerin, die es inzwischen jetzt eben auf YouTube zu sehen gibt. Wir werden uns jetzt detaillierter mit dem Werk Die Ökodiktatur beschäftigen und uns eben die Handlungs- und die Darstellungsebene ein bisschen genauer anschauen. Zunächst gilt es auch hier, zentrale Handlungselemente herauszuarbeiten, die den Handlungsverlauf auch bestimmen. Man kann sagen, dass übergreifend die Komplikation ist die Go-Revolution und ihre Auswirkungen. Der Faktor dieser Komplikation wird auch auf den Punkt gebracht in einem Zitat. Diese Revolution wurde ihnen von der röchelnden Natur aufgezwungen, und alles, was zu tun war, konnte nur mehr im Einklang und mit ihr geschehen. Natürlich vermag niemand vorauszusehen, ob die Erde sich erholen wird. Eines aber ist sicher, ohne eine radikale Kontrolle über die Menschen streicht die Revolution auch die letzten der uns bekannten Lebensformen aus den Annalen der Schöpfungsgeschichte. Die Auflösung dieser Komplikation bleibt letztlich offen. Es gibt einen Widerstand, es gibt eine Offenbarung der hintergründigen Machenschaften dieser der führenden Wissensträger sozusagen. Und dadurch bleibt am Ende offen, kann diese Ökodiktatur weitergehen oder wird einfach nur Iris Blume alias Xenia gleich geholt und festgenommen oder irgendwie aus dem Wege geschafft. Das bleibt am Ende also offen. Der Faktor für die Auflösung ist, dass diese Maßnahmen extremer werden und beziehungsweise auch, dass sie zunehmend enthüllt werden können und es dann auch Gegenbewegungen gibt und ja auch Protest gibt gegen diese Maßnahmen, die allerdings zunächst nur von einer kleinen Menge an Leuten überschaut werden. Wenn wir uns die Schauplätze anschauen, es ist ja doch auffällig, dass es ein Roman ist, der im deutschen Raum angesiedelt ist. Also die meisten Schauplätze sind tatsächlich in Deutschland. Das heißt, sie sind auch sehr nah dran, wenn man sie sich so anschaut. Das ist Hamburg, Berlin, Tübingen, Potsdam, Waisenhaus, Usedom, bei Kassel einen Standort, bei München, Heringsdorf, Zinnowitz. Also da hat man schon sehr viele bekannte Orte, mit denen man da konfrontiert wird. Es gibt aber durchaus auch globale Perspektiven, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Ländern geht. Es gibt auch einen internationalen Verbund dieser Go-Aktionäre, und dann haben wir im Prinzip auch da Szenen, wo Flüchtlinge abgewehrt werden. Ganz am Anfang sieht man das schon, mit welchen Maßnahmen da auch vorgegangen wird, wie radikal diese Menschen vernichtet werden, einfach weil man keinen Platz für sie hat und sie dann ja einfach lieber aus dem Weg räumt. Mehr noch als diese Zuordnung zu den geografischen Schauplätzen, sage ich jetzt mal, bestimmt eigentlich die Art der Unterkunft, die dann jeweils ausgestaltet wird, die Lebensqualität der Protagonisten. Und wir haben da vorwiegend
die Bereiche der spirituell geprägten Meditationskommunen. Wir haben die Arbeitslager, die im Prinzip auch kriminelle Energien aufweisen. Und wir haben, ich habe es jetzt mal genannt, die suizidfreundlichen alten Siedlungen. Das heißt, wir haben Siedlungen, in die die Alten verbannt werden. Die Alten gehören zu den Bösen, weil das waren alles die, die sich nicht gut verhalten haben gegenüber der Umwelt. Und die sollen eigentlich schon gar nicht mehr da sein, aber so ganz ausrotten will man sie auch noch nicht. Von daher versetzt man sie in alten Siedlungen. Und da kann man zumindest jetzt bei dem Einblick, den man da so bekommen in diese alten Siedlungen, sich wundern darüber, dass die sich dann ihre Selbstmordvariante aussuchen dürfen. Sie können die Musik, sie können also ein gesamtes Selbstmordmenü da in diesen alten Siedlungen buchen, unter einem bestimmten Thema, und da dürfen sie dann unter diesem Thema mit entsprechender Musik und so dann sterben. Müssen aber nicht, aber es wird ihnen immerhin als reizvolle Alternative zum Leben im Arbeitslager in der alten Siedlung präsentiert. Ja, die Figuren, bei der Figurengestaltung ist auffällig, dass es eigentlich keine richtigen Individuen gibt, dass es keine Ausdifferenzierung von Individuen gibt, sondern im Prinzip agieren alle Figuren als Rädchen im System, was ja dem Prinzip der Ökodiktatur auch entspricht. Es ist auch keine klare Einteilung von Haupt- und Nebenfiguren möglich, weil es werden unterschiedliche Figuren in den Fokus gerückt. Und dementsprechend kann man zwar sehen, es gibt welche, die sind wichtiger, in der Hierarchie der Ökodiktatur wichtiger. Es gibt welche, die sind einfach nur, ja, die führen eben aus oder wehren sich dagegen, was da vorherrscht, haben da aber auch eigentlich auch überhaupt kein Mitspracherecht, sondern versuchen sich einfach nur irgendwie durchzufriemeln durch ihr Leben. Die sozialen Milieus, wir haben ja bei den anderen Werken uns manchmal angeschaut, in welchen sozialen Milieus sind die Figuren denn angesiedelt, inwiefern lässt sich dadurch Umwelthandeln auch erklären. Da kann man hier sehen, die sind komplett abgelöst durch die Kluft zwischen Ökoräten, Soldaten, Mitläufern, Widerständlern, sowie dieser Bevölkerung, die ja aufgeteilt ist in die Meditationskommunen, Stadtlager, alten Siedlungen oder auch die in ihren heruntergekommenen Häusern da noch verbleiben. Das Umwelthandeln, wenn wir uns dann nochmal auch erinnern an so umweltpsychologische Erklärungsmodelle, resultiert letztlich nur aus einem Zwang. Also das, was jetzt hier in diesem Modell, das wir uns angeschaut haben, als Handlungsanreiz vielleicht noch durchgehen würde. Das heißt, wir haben gar keine andere Möglichkeit, sondern es ist ein Zwang, und das wird auch sanktioniert, wenn ich mich dagegen verhalte, und das entspringt also nicht aus Überzeugung. Man kann also gerade bei dieser Spritztour von den Jugendlichen mit dem Auto das auch sehen. Die wollen, für die ist das Autofahren ist so eine Reise in die Vergangenheit, und sie entscheiden sich bewusst, auch dieses Gesetz zu brechen, hoffen natürlich, dass sie nicht erwischt werden, aber für sie bedeutet das ein Stück Freiheit, die sie eigentlich in ihrem Alltag überhaupt an keiner Stelle haben, und dementsprechend riskieren sie auch, dann festgenommen zu werden, wie es ja am Ende dann auch ist. Wenn wir versuchen, diese Interventionsmaßnahmen nochmal nach diesem Modell anzuschauen von Moslar Tobias. Ich muss dazu sagen, das muss man natürlich ein bisschen differenzierter betrachten. Das ist so, wie ich es jetzt eingeordnet habe, ist es von Moslar Tobias nicht gemeint, sondern wenn man eben jetzt nur versucht, es an die Ökodiktatur anzupassen, dann habe ich eben probiert, ob da diese Kategorien noch passen, und in modifizierter Form passen die schon noch, auch wenn die natürlich jetzt von Moslar Tobias so nicht gedacht waren. Wir haben zum einen strukturfokussierte Interventionsmaßnahmen, das sind ja ganz klar die Grundgesetze. Ich zeige Ihnen auch diese einzelnen Maßnahmen gleich nochmal auf Extrafolien, von daher halte ich sie hier jetzt eher kurz. Wir haben aber auch personenfokussierte Interventionsmaßnahmen, das heißt, sie setzen direkt bei einzelnen Figuren an. Moslar Tobias beschreiben es als überzeugen oder motivieren, davon kann jetzt in der Ökodiktatur keine Rede sein. Da wird nicht das einzelne Individuum motiviert, sondern dem einzelnen Individuum wird dann einfach ein Aggressorchip eingepflanzt, und damit agiert er dann im Sinne dessen, was die Ökodiktatur möchte. Wir haben aber auch situationsfokussierte Interventionsmaßnahmen, und das sind die Strafen, die sehr umfänglich auch vorhanden sind. Und wir haben die Indoktrination, die verbreitungsfokussiert ist. Diese Indoktrination findet statt in Medienräumen, und da holt man sich also seine Medienlektionen ab und wird dann entsprechend eingestellt sozusagen.
Wenn wir uns die Grundgesetze zunächst mal anschauen, als erstes Beispiel, die werden ja der Romanhandlung vorangestellt. Dementsprechend machen sie die Radikalität des Systems bereits deutlich, bevor wir überhaupt mit den einzelnen Figuren konfrontiert werden. Und man sieht ganz klar, dass es ein ja, sehr von Verzicht geprägtes Leben ist, das da gefordert wird. Die Lebensbereiche, die abgedeckt werden, sind sehr vielfältig. Also das geht auch eben vom Fleischverzicht über die Energie, über die, ja, über den Lebensbereich bis hin zu, man darf nur ein Kind in die Welt setzen und so weiter. Also da hat man schon ein sehr breites Spektrum abgedeckt von Lebensbereichen, die in diesen Grundgesetzen aufgegriffen werden. So, man bekommt also als Leser auch bereits von vornherein die Gesetze mitgegeben in den Roman, um gleich auch mal zu wissen, vor welchem Hintergrund habe ich die Figuren auch einzuordnen. Eine zweite Interventionsmaßnahme, eben diese personenfokussierte, wären die Aggressor-Chips. Diese Aggressor-Chips werden implantiert den Soldaten, sie werden als Impfung getarnt und sind im Gegensatz zur Bestrafung und zur Indoktrination keine offengelegten Strategien. Also während jetzt die Autofahrer im Prinzip wissen, ich werde bestraft, wenn ich erwischt werde, wissen die Soldaten nicht, dass sie jetzt dann einen Chip eingepflanzt kriegen, während sie geimpft werden. Und das macht ja letztlich auch die Brisanz dieses Vorgehens aus. Und das wird am Ende ja auch explosiv und wird von Iris Blume dann auch aufgedeckt. Die Funktion und Wirkung dieser Aggressor-Chips wird dann im Gespräch mit Iris Blume dann auch eben offengelegt, dass die Soldaten für die Dauer ihres Einsatzes bestimmten Verhaltensregeln unterliegen. Ihr Psychogramm wird kurzfristig umgeschrieben, sie werden gleichgeschaltet, sie funktionieren. Das ist also der Sinn und Zweck dieser Aggressor-Chips. Und Marinella Marlin, die Ärztin, und Iris Blume können die Wahrheit nur unter Gefährdung letztlich auch ihrer eigenen Existenz ans Licht bringen. Martin Heiland, der Iris Blume darüber aufklärt, weil er eben auch mit ihr zusammen eine Beziehung hat, der sagt es auch. Also wenn ich darf dir das gar nicht erzählen und eigentlich sind wir jetzt selber in Gefahr und so weiter. Eine weitere Möglichkeit, eben die Leute in Schach zu halten, eine weitere Interventionsmaßnahme sind die Strafen. Diese Strafen werden in verschiedenen Kontexten umgesetzt. Wir haben zum einen die Schauprozesse, in denen ehemalige Umweltsünder zur Todesstrafe verurteilt werden. Auch hierzu ein Zitat. Verteidiger wurden in solchen Fällen nicht bestellt. Es gehörte zur Dramaturgie, dass die Angeklagten selbst Stellung bezogen. Dies war umso beschämender, weil sie stellvertretend für ein ganzes System vor Gericht standen, das sowohl in der kapitalistischen als auch in der kommunistischen Welt gegriffen hatte. Das heißt, es wird also gesagt, sie haben nur eine Stellvertreterfunktion für ein ganzes System und werden für dieses System verurteilt und sie werden auch zum Tode verurteilt, was von vornherein schon feststeht. Und die Hinzunahme von Experten dient also nur darum, das als Dramaturgie zu inszenieren und die Leute dazu anzuregen, da hinzukommen, sich es anzuschauen und natürlich auch weiter abgeschreckt zu werden von diesem gesamten System. Die Bestrafung illegaler Autofahrer wird auch präsentiert. Wir haben ja hier die Jugendlichen und haben dann eine Szene, wo das aufgegriffen wird. Es wird geschildert, dass man sich in ein Gefährt setzen muss. Also hier hat man auch eine starke Ambivalenz. Wir haben ja auf der einen Seite, man wird für das Autofahren bestraft. Auf der anderen Seite ist die Strafe tatsächlich, dass man sich in dieses Auto setzen muss. Die Technik, die verteufelt wird, wird also dann wieder verwendet, um die Übeltäter zu bestrafen. Und in dieses Auto werden dann die Abgase gepumpt, bis derjenige, der da drin sitzt und bestraft wird, ohnmächtig wird. Beim Reinsetzen und beim Abschließen und so bekommt man folgende Ansage. Sie sind des Autofahrens überführt und empfangen nun ihre Lektion. Sie werden am eigenen Leib erfahren, was sie der Umwelt zugefügt haben. Man wird also bis zur Ohnmacht dann mit verschiedenen Abgasen zugepumpt und wenn man dann ohnmächtig geworden ist, fällt man von selber wieder aus dem Auto raus. Und was jetzt eine weitere Strafe ist, die auch noch sehr eindrücklich inszeniert wird, ist die Erschießung von illegalen Waldplünderern. Das ist auch so einer der Momente, wo erstmals auch Leute von außen sagen, was ist denn da los, wie kann das sein, wie können die Soldaten so agieren, wo also das erste Mal deutlich wird, irgendwas stimmt mit diesen Soldaten auch nicht.
So, und als letzter Bereich eben in Bezug auf Verbreitung interessant, also eine verbreitungsfokussierte Interventionsmaßnahme, eben die Indoktrination in den Medienräumen. Wir haben hier eine Ambivalenz zwischen Technikverweigerung und Technikfunktionalisierung, die auch auf den Punkt gebracht wird, wenn es heißt, im Grunde genommen widerlegte dieses Monstrum die permanente Technikschelte, die sie paradoxerweise über Millionen solcher Anlagen wie eine Staatsreligion in die Köpfe der Menschen pflanzten. Diese Medieninszenierung läuft so ab, dass man also in diesen Medienraum kommt, dann eine Lektion bucht und von der schönen Quälerin Xenia, die als fiktive Figur da gestaltet wird, Moralappelle mitbekommt. Auch hier eben ein Beispiel, da erklärt sie, warum sie den Spitznamen sozusagen schöne Quälerin hat. Weil Menschen wie du die Wahrheit noch immer als Qual empfinden. Die Wahrheit aber ist, dass wir Schuld zu begleichen haben, eine Schuld gegenüber unserem Planeten, gegenüber seinen Pflanzen und Tieren. Dazu bedarf es einer Gehirnwäsche. Die Offenbarung von Xenias wahrer Identität findet erst im Zuge von Iris Blumes Entlarvung der Go-Maßnahmen statt. Also erst als sie dann das gesamte Ausmaß erkennt, distanziert sie sich davon, entwickelt eine neue Lektion, aber mit komplett veränderter Botschaft. Das heißt, sie stellt sich dann ganz klar gegen die Go-Maßnahmen und muss damit rechnen, bald geholt zu werden. Aber sie hat die Hoffnung, dass ihre Lektion zwischen dem Zeitpunkt, wo sie sie zur Verfügung stellt und dem Zeitpunkt, wo die große Gegenmaßnahme gegen sie auch kommt, zumindest ein paar Leute da schon etwas von mitgekriegt haben. Was man daran sieht, ist, dass sie sozusagen eine Persönlichkeitsspaltung hat. Sie ist Iris Blume und sie ist auch Xenia. Und diese Persönlichkeitsspaltung kann letztlich erst da aufgehoben werden, wenn sie sich von diesem autoritären System abwendet. Die Grundsätze, die vertreten werden innerhalb der Ökodiktatur, werden aber nicht nur im Rahmen der Indoktrination, die an die Bürger gerichtet ist, vertreten, sondern die gibt es auch zum Beispiel in Kongressen. Ich habe hier ein Zitat von einem Kongress, wo auch die sozusagen führenden Köpfe nochmal indoktriniert werden bzw. erinnert werden daran, was sie eigentlich zu tun haben. Erstens, die Welt gehört keiner bestimmten Gattung, sie gehört sich selbst. Zweitens, in dieser Welt nimmt der Mensch als Art den ihm zukommenden Platz ein, den Platz eines Raubtieres dritter oder vierter ökologischer Ordnung. Die Fähigkeit der Menschen, in die ökologischen Kreisläufe einzugreifen, ändert an diesem Status nichts. Drittens, die Leitvorstellungen aus der politischen Ökonomie des letzten Jahrhunderts müssen theoretisch und praktisch den Leitvorstellungen der Ökologie untergeordnet bleiben. Entscheidend sind eine gesicherte Ökostabilität und ein Minimum an menschlicher Einmischung. Viertens, solche Politik ist nicht inhuman, sondern sichert den einzigen noch möglichen Humanismus. Diese Indoktrination findet also durchaus hierarchieübergreifend statt und ist an der Tagesordnung. Wenn man sich anschaut, wie sind denn diese führenden Köpfe aufgestellt, stehen die denn noch hinter dem allem, was da so praktiziert wird? Da kann man schon feststellen, dass es auch schon Einbrüche von denen gibt, die so nach außen hin noch den Schein wahren. Wir haben zum einen einen Rückblick als Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Sie waren als Idealisten angetreten, als Erneuerer mit grandiosen Visionen. Aber mit den Jahren hatten sich die meisten von ihnen zu eiskalten politischen Strategen gewandelt, die nichts als Rückzugsgefechte organisierten. Wenn es wirklich so aussichtslos um den Planeten stand, warum ging man dann nicht in Ehre unter? Und interessanterweise haben wir auch gerade diese Technik-Metapher dann wiederum, um Ambitionen als Farce zu entlarven. Also wir haben auch da wieder eine starke Technik-Aversion, aber gleichzeitig bedient man sich technischer Metaphern. Die von euch verwaltete Erde glich am Ende eher einem Verkehrspark als einem göttlichen Lebensraum. Zu schade, dass weder Tiere noch Pflanzen die Regeln begriffen. Also diese Ökodiktatur, die eigentlich naturbezogen werden soll, wird da verglichen mit einem sehr technisch geprägten Umfeld. Wenn wir uns die zentralen Darstellungselemente anschauen, wir haben hier einen außenstehenden Erzähler, der nimmt abwechselnd verschiedene Perspektiven in den Blick.
Es gibt da keine ausdifferenzierte Identifikationsfigur. Und diese Kluft in der Bevölkerung selber, die spiegelt sich letztlich auch in der Erzählposition wider. Also es wird durchaus dieses Prinzip auch in die Darstellung übertragen. Wir haben eine retrospektive Darstellung, die die Zukunft bereits als unveränderbare Vergangenheit inszeniert, was ja so ein Stück weit eine Distanzierungsstrategie auch ist. Ich möchte vielleicht keine Zukunft schon vorgeschrieben haben, die in so einer Form aussieht. Und auch wenn bei Flex-Ökodiktatur ästhetische Einbußen konstatiert worden sind, haben wir ein konsequent umgesetztes Gesamtkonzept. Und das basiert weder handlungsintern noch handlungsextern darauf, den Einzelnen zu überzeugen. Also genauso wenig wie innerhalb des ökodiktatorischen Systems der Einzelne davon überzeugt werden soll, dass es jetzt so richtig ist. Genauso wenig soll der Leser überzeugt werden. Der wird auch durch keine Identifikationsfigur geführt, sondern muss sich ebenso orientierungslos in dieser Ökodiktatur zurechtfinden, wie es der einzelne Bürger tun muss. Der bekommt also direkt die gleiche Rolle des ich weiß nicht so recht wohin mit mir Lesers. Die rückblickende Einschätzung dieser Ökodiktatur von Seiten von Fleck ist auch noch sehr interessant. Er hat in Tahiti-Projekt die Ökodiktatur eingebaut in Steves virtuelle Spielwelt. Steve muss da irgendwie sich zum höchsten aufschwingen, zum höchsten Weltretter mehr oder weniger. Und er schlägt dann auch eine Ökodiktatur vor in diesem Spielverlauf und resümiert, er hätte es nicht im Traum für möglich gehalten, mit dem Vorschlag einer Ökodiktatur in den Kreis der Top 100 aufgenommen zu werden. Aber genau das war geschehen. Und im Zusammenhang mit Maeva, die reisen um die Welt und wollen letztlich die tahitianische Botschaft in die Köpfe der Leute pflanzen, da wird auch ein Staat besucht, der dieses ökodiktatorische Prinzip umgesetzt hat. Der wird aber stark kritisiert. Und es wird dann über diese Menschen, die da leben, gesagt, offensichtlich ist ihnen der Sklavendienst in der Ökodiktatur lieber als die kümmerliche Existenz am Rande einer kollabierenden freien Gesellschaft. Das sind also die Einschätzungen der Ökodiktatur rückblickend von Fleck. Aber auch im Vergleich mit aktuellen Romanen kann man sehen, dass Ökodiktatur da nochmal neu bewertet wird. Hier ein Roman von Manfred Theisen, Wake Up, das ist ein Jugendroman. Ich habe hier nur ganz kurz den aufgegriffen, zum ganz kleinen Vergleich sozusagen, weil auch da der Ökodiktaturdiskurs aufgenommen wird. Und zwar durch die Identifikationsfigur Josh, der zu bedenken gibt in einer Diskussion in der Klasse. Es sei keine Zeit mehr für Diskussionen und demokratische Entscheidungen, deswegen sei er für eine Ökodiktatur. Ihm wäre es auch lieber, wenn die Menschen freiwillig auf Bahn statt Auto und die Konzerne nur noch auf Wind und Sonne und nicht auf Plutonium, Öl und Gas setzen würden. Aber das ganze Gerede führe zu nichts. Selbst wenn der letzte Eisbär schon gestorben ist, werden die sich noch über den richtigen Weg streiten. Also das führt auch in der Klasse dann zu großen Diskussionen. Wenn wir versuchen, den Roman jetzt nochmal interdisziplinär in den Fokus zu nehmen, dann können wir sehen, dass da auch das aus unterschiedlichen Perspektiven ganz interessant ist. Wir haben ja zunächst die kulturökologischen Funktionen nach Zapf. Wir können sehen, dass auch dieser Roman in alle drei Kategorien sozusagen passt und alle drei Funktionen in irgendeiner Form bedient. Wir haben eine Kritik an der Umweltzerstörung der Vergangenheit. Die Folgen werden global sichtbar in diesem, ja, in dieser Beschreibung von verschiedenen Schauplätzen. Und das ökodiktatorische Regime wird auch kritisiert. Also es wird zweierlei kritisiert. Es wird eine kulturelle Fehlentwicklung aufgezeigt, die zum einen der Go-Revolution vorausging. Und es wird aber auch die kulturelle Fehlentwicklung entlarvt oder die Ökodiktatur als kulturelle Fehlentwicklung entlarvt. Wenn wir uns anschauen, inwiefern kann da noch Imagination wirksam werden, inwiefern kann da noch was imaginativ Gegendiskursives einfließen, dann hat man das eigentlich nur in den Meditationskommunen, die alternativen Weltbilder dieser Meditationskommunen gewinnen dann an Attraktivität, wenn man sozusagen die Wahl hat, gehe ich ins Arbeitslager oder gehe ich in die Meditationskommune, dann hat man es in der Meditationskommune immer noch besser. Und dadurch gewinnen diese alternativen Blicke auf die Welt, die ja im Prinzip auch als Teil einer ausgegrenzten Kultur lange Zeit zu sehen waren, gewinnen plötzlich an Bedeutung und rücken in den Fokus und gewinnen nochmal eine andere Wertung letzten Endes, als es davor der Fall war. Also das Ausgegrenzte rückt ins Zentrum, genau das, was laut Zapf den Gegendiskurs auszeichnet.
Dadurch, dass diese politischen Grundsätze mit allen Lebensbereichen der Menschen verbunden werden, haben wir auch hier einen Interdiskurs. Es findet also eine Vernetzung von Spezialdiskursen statt, die auf der politischen Ebene diskutiert werden und die aber dann Auswirkungen auf Ernährung, Mobilität, Gesundheit, Zusammenleben, Lebensraum haben. Wenn wir uns die Erkenntnisobjekte anschauen, also welche Form von Zukunft wird denn hier überhaupt ausgestaltet, dann kann man zumindest, wenn man jetzt die Rezeption des Romans mit einbezieht, die wir ja am Anfang kurz thematisiert haben, feststellen, dass es tatsächlich als wahrscheinliches Szenario eingestuft wurde und vor dem Hintergrund der heutigen oder aktuellen Debatten über Ökodiktatur auch noch so erscheint, als könnte das tatsächlich wahr werden, wenn nicht irgendwann ein Umdenken stattfindet. Könnte man natürlich noch an verschiedenen Einzelaspekten genauer überprüfen. Normativ ist es relativ deutlich, dass es als vermeidenswertes Szenario ausgestaltet wird. Wir sehen das an ganz vielen Einzelschicksalen, wie die Ökodiktatur das eigene Leben ja zerstören kann, letzten Endes auch. Das Szenario ist insgesamt einzustufen als Forecasting-Szenario mit Frühwarnfunktion. Das heißt, es wird ein Status quo weiterentwickelt und das hat aber eine deutlich warnende Funktion und soll, wie Flecker in dem Interview zu bedenken gibt, als sich selbst verhindernde Prophezeiungen wirksam werden im Idealfall. Wenn wir uns anschauen, wie das Verhältnis reflektiert wird von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann können wir vor allem in den Lektionen, die Xenia sozusagen in die weite Welt sendet, sehen, dass die Gegenwart als Produkt der Vergangenheit deutlich gemacht wird. Das heißt, es werden Videoschnitte gezeigt, Filmschnitte gezeigt, wie man früher umgegangen ist mit Natur und Mensch. Und es wird dann immer ein belehrender Appell hinzugefügt. Und siehst du, deswegen sind wir jetzt so aufgestellt, weil damals die Leute sich falsch verhalten haben. Was aber auch ganz spannend ist, ist, dass die Wirkungsgeschichte des Romans vorweggenommen wird, dadurch, dass Ezra ein Buch findet mit dem Titel Nichts geht mehr, kommt der Ökofaschismus. Dieses Buch lässt sich als Pendant zu Flecks Roman sehen und ist eben auch eine Zukunftsperspektive, die jetzt aber für Ezra schon zurückliegt. Sein Fazit ist dann letzten Endes, die literarische Hochrechnung zeigte dort ihre Schwächen, wo es um technische Entwicklungen ging. Die Umweltsituation hingegen war erstaunlich exakt beschrieben. Er vergleicht also diese Visionen aus der Hochblüte der autonomen Gesellschaft mit den heutigen Gegebenheiten und kommt dann zu diesem Schluss. Im Prinzip wird dadurch nahegelegt, dass vielleicht Flecks Roman eine ähnliche Wirkungsgeschichte erfahren könnte. Und wenn man jetzt hier sieht, dass die Technikvisionen vielleicht nicht so ganz stimmig sind, können wir uns auch nochmal da anschauen, was werden denn da überhaupt für Technikvisionen angeführt. Wir haben die Technik, die zunächst mal dafür eingesetzt wird, dieses Zurück zur Natur wieder zu inszenieren. Da sehen wir vor allem Baufahrzeuge und so in großem Ausmaß. Die sind also jetzt nicht sonderlich innovativ gestaltet, sondern die verursachen vor allem einen Höllenlärm. Was man aber auch hat, ist eine Technik, die beitragen soll zur Kommunikation mit Naturelementen. Das heißt, es soll mit Natur kommuniziert werden, mit Hilfe elektromagnetischer Schwingungen. Allerdings ist der Erfinder dieser Technik auf den Berg in die Einsamkeit verdammt und hat dementsprechend da jetzt kein gesellschaftliches Gewicht. Wir haben einen Elektrokrankenwagen, 1993 also, der paradoxerweise denjenigen abholt, der beim Autofahren erwischt wurde, bestraft wurde und mit Abgasvergiftung aus dem Auto gekippt ist. Der wird dann vom Elektrokrankenwagen abgeholt. Und wir haben Logos von Technik-Koryphäen, die auf den Himmel gepflanzt worden sind. Und die werden im Rahmen der ökodiktatorischen Maßnahmen wieder vom Himmel genommen. Der Himmel wird also befreit von diesen ja, Technik-Logos, die da am Himmel den Himmel versauen.
Bei den Nachhaltigkeitsdimensionen und Strategien, wir haben ganz klar die Dominanz der ökologischen Dimensionen. Schutz ist das höchste Gesetz, der Schutz der Natur. Es wird propagiert, erst die Erde, dann der Mensch. Und wir haben gleichzeitig eine irreversible Zerstörung. Wir haben die Renaturalisierung, die auch etwas kritisch betrachtet wird, weil man gar nicht so recht weiß, was das jetzt bringen soll, diesen einen Fluss da jetzt wieder zu begradigen, in sein ursprüngliches Flussbett zurückzuführen und dafür Jahre mit Höllenlärm zu investieren. Wir haben im Bereich der sozialen Dimension natürlich die Bevölkerung in den Blick zu nehmen, gegen die rigide Maßnahmen ergriffen werden, um sie im Zaum zu halten. Was auch eskaliert, ist der Generationenkonflikt, sprich diese Schuldzuschreibung, was sich vor allem an einer Szene in dieser alten Siedlung zeigt, wo die Alten dann angegriffen werden. Die Ökonomie ist im Prinzip fast außer Kraft gesetzt. Es ist auch nicht das, was zählt. Das wird auch in dem einen Zitat deutlich. Es muss das ökologische Prinzip dominieren über alles andere. Die Nachhaltigkeitsstrategien setzen dementsprechend auch vorwiegend auf Suffizienz. Das wird in den Grundgesetzen ganz deutlich. Wir haben aber auch Konsistenzstrategien, wenn versucht wird, also alternative Energien da umzusetzen, beziehungsweise wird nicht versucht, das ist so. Es gibt gar nichts anderes. Und auch diese Renaturalisierungsmaßnahmen sind vielleicht zu vergleichen mit konsistenzstrategischen Ambitionen, die aber dann eben so ein bisschen auch fraglich zu sehen sind. Ja, im Rückblick nochmal auf einen Blick alle Perspektiven, die wir uns jetzt auf die Ökodiktatur angeschaut haben. Ich denke, es wird schon deutlich, wie unterschiedlich die Herangehensweise, wie unterschiedlich der Umgang mit diesem Konstrukt Ökodiktatur ausfallen kann. Ich habe versucht, das nochmal zusammenzufassen, was also in den Feuilletons und Mediendebatten zunehmend an Kontur verliert und beliebig wird, wurde von Fleck bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten fiktiv als gesamtgesellschaftliche 180-Grad-Wende radikal zu Ende gedacht, wie es im Klappentext heißt. Der Autor hält auch über Romanhandlung hinaus an den Abschreckungsmechanismen fest und klassifiziert das dystopisch dargestellte Szenario als Utopie, meint diese Abschreckungswirkungen, die innerhalb des Romans diese Strafen erfüllen, die Sanktionen erfüllen, möchte Fleck auch handlungsextern erreichen, indem er den Leser sozusagen abschreckt vor diesem Szenario. Und als drittes, während die Funktionen des Textes aus Perspektive von Kulturökologie und Nachhaltigkeitsbildung gezielt herausgearbeitet werden können und auch die Zukunftsforschung da repräsentiert ist, kann man nicht so ganz genau sagen, inwiefern es jetzt zur Gestaltungskompetenz beitragen kann, wenn wir uns mit diesem sehr starken Negativszenario beschäftigen. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht auch diese Frage gleich im Interview nochmal aufgreifen können. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Bis dahin habe ich aber noch Aufgaben für das Selbststudium für Sie. Sie sollen sich die Sendung Arthur mit Monika Kriefern und Dirk Fleck anschauen. Sie sollen sich positionieren zur Ökodiktatur und auch aus der heutigen Warte dazu Stellung nehmen. Sie sollen sich überlegen als zweites, ob auch ein solches gesellschaftliches Negativszenario zur Entwicklung von Gestaltungskompetenz beitragen kann. Das ist im Prinzip das, was ich gerade als Frage nochmal aufgeworfen habe. Und Sie sollen abschließend vergleichen die faktualen Diskurse mit den fiktionalen Konstrukten einer Ökodiktatur anhand konkreter Textbeispiele. Vielen Dank.